Pulgas 1. Mai hier im Shop, wo wir gute Ausstellungsstücke geboten haben. Also ein lässiger Motorsporttag ist einfach mit eben Ausstellungsstücke, guten Leuten und einfach gutem Essen, ja, für eine gute Zeit. Ist heuer wieder echt super, wir haben Glück mit dem Wetter, echt viel los, jeder ist gut drauf, also ja, richtig cool. Ja, und am Sonntag geht es dann wieder los, 5. Mai, Wings for Life World Run. Heuer bereits zum 6. Mal. Es sind eigentlich jedes Jahr mehr Leute mit super Stimmungen. Also in Wien ist bereits seit Jänner, glaube ich, ausverkauft mit 14.000 Leuten. Ja, es geht jedes Jahr besser und es sind viele Leute dabei. Natürlich kann es nie genug sein. Es wäre super, wenn mehr kommen würden. Aber ich freue mich schon drauf. Also wir werden im Zillertal laufen, haben um die 200 Starter. Wird sicher auch cool. Ja, bin gespannt. Ja, und wir haben ja einen ganz langsamen Catch-Car-Fahrer da. Genau, in Wien wird Catch-Car-Fahrer der Matthias Falkner sein. Der ist gerade da. Matthias? Ja. Ja, da haben wir unseren Catch-Car-Fahrer, den Matthias, der was das Auto bewegen wird, mit 16 km/h durch Wien fahren wird. Das ist jetzt nicht der Höchstgeschwindigkeit, was du da fahren wirst, aber es ist ganz, ganz wichtig, dass wir viele Kilometer zusammenbringen. Genau, dass ich möglichst lang fahre. Und ja, anfangen glaube ich mit 14 und dann steigert sich das halt dementsprechend. Ist aber extrem lässiger und versucht, dass ich die Leute möglichst lange pushen werde und motivieren und hoffentlich bringen wir ganz viele Kilometer zusammen. Du warst ja letztes Jahr auch schon mit dabei. Was war deine Höchstgeschwindigkeit zum Schluss? Boah, keine Ahnung. 24 km/h gibt es sowas. So in etwa, ich glaube 24. Ja, fühlt sich trotzdem noch nicht so schnell an. Ist auch gar nicht so einfach in der Maria-Hüfer-Straße, wenn da wirklich auf einen Haufen, sage ich mal, ein paar tausend Leute durchlaufen. Ist das auch ganz schöne Challenge für mich gewesen, dass ich da wirklich irgendwie den Weg durchfinde, aber super beeindruckend gewesen. Ja, wir finden das richtig toll von meinem Sport My Story, dass der Matthias Walken das unterstützt und auch der Catch-Car-Fahrer in Wien ist. Matthias, danke vielmals für diese Unterstützung. Ja, gern ist für einen guten Zweck und ich glaube, da hilft jeder gern mit.